Hallo meine Followers, ich bin Niklas und willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Die Noemi und ich, wir sind vorhin aufgewacht. Jetzt ist so um die... Randalierto, ha? Wir sind vorhin aufgewacht, es ist so 9:30, sowas. Wir machen uns jetzt Frühstück und dann machen wir uns auf den Weg. Heute steht auf dem Plan nämlich, die Upper East Side schauen wir uns nochmal gescheit an, weil wir gestern nur durchgelaufen sind. Heute kommt endlich der Central Park dran. MoMA, Carnegie Hall, Rockefeller Center. Und am Abend gibt es so eine Summer Stage. Das ist wie so ein Sommerfestival, wo verschiedene Künstler auftreten im Central Park. Und da werden wir auf jeden Fall auch noch vorbeistrahlen, denke ich mal. Wir sind jetzt hier angekommen, aber wir sind einfach blöd. Ich denke, heute wird ein cooler Tag. Da waren wir einfach gestern. Oh mein Gott, Leute, da werden wir einfach gleich sein. Wir haben uns das jetzt extra noch angeschaut, damit wir wissen, wo wir heute beim Central Park hin müssen. Und jetzt wissen wir Bescheid, gell? Voll gerne so eine schöne lange Jeans. Einfach eine normale Jeans. Hashtag stop lautschäbig. Dein Blick so nicht zu retten. Dankeschön. Okay Leute, mir ist gerade was richtig Cooles aufgefallen. Und zwar, in Deutschland gehen ja beide Sachen cool, weil im Metro ist es nämlich so, dass erst die Seite aufgeht, wo die Leute raus müssen und erst wenn die draußen sind, gehen dann sozusagen die anderen Türen auf und die Leute, die von der anderen Seite reinkommen. Super schlau eigentlich. Wie kann ein Mensch immer sitzen? Wie? Aber Hauptsache ich stehe. Ja. Das ist mir auch mal gegönnt. Ich darf auch einmal sitzen. Wir sind gerade ungefähr in dem fanciest Calvin Klein Store ever. Es ist so krass hier. Und Leute, schaut euch das mal ganz kurz an. Jetzt sieht man was. Wir haben jetzt auch hier für ein Wasser bekommen. Einfach mal. Wir waren uns jetzt nicht sicher, ob das nur für die reichen Leute ist, die sich das dann einfach nehmen oder ob man das bezahlen muss. Aber anscheinend dürfen wir es einfach nehmen. Tillig. Sehr gut. Oh, wollen wir auch? Oh, Central Park Zoo! Können wir da auch rein? Oh mein Gott, Leute, ich habe das ja voll vergessen. Hier ist einfach der Park von den Tieren aus Madagaskar. Cool! Madagaskar. Ja, vielleicht sehen wir Alex so. Und die Pinguine aus Madagaskar. Du weißt einfach, dass du in New York bist.
wenn hier die Kalorienzahlen stehen bei den Eissorten. Lustig. Okay, Leute, ich werde nicht sagen, aber hinter uns sind die Pinguine. Das ist so cool. Und die Noemi ist auch irgendwo da hinten, oder? Noemi? Noemi, willst du mal kommen? Okay, ja, ich habe es mir auch anders vorgestellt. Es stinkt ein bisschen böse hart. Hier winken die auch nicht. Ja, stur lächeln und winken, Männer. Leute, wie wär's? Hallo? Gibt's Gas? Okay, ich bin traurig. Gehen wir wieder raus. Richtig traurig. Die einzige Enttäuschung. Es ist so ein schöner Zug. Ich habe noch nichts gesehen, aber ich liebe es schon jetzt. Wir haben sie gefunden. Noemi gerade so, yo, Tiere. Ist hier irgendwie echt schwer, Tiere zu finden. Hallo. Oh. Couple Goals. Wie mein Vlog gestern. Boah, ist das warm. Okay, ich will nicht sagen, aber nicht mal hier sind Tiere. Toll. So Leute, wir waren jetzt so eine halbe Stunde hier. Und wir haben alles gesehen. Ja, fünf Tiere gleich. Ja, ich glaube, es gibt mehr Vögel hier und Tauben als Tiere. Ich glaube, da siehst du in New York City, wenn du lange rumläufst, mehr Tiere. Das ist echt so. Habt ihr jemals die Pinguine aus Madagaskar gesehen oder allgemein Madagaskar, den Film? Ja, kommt mal her, dann werdet ihr enttäuscht. Ja, ich wollte Alex sehen, ich wollte Marty sehen, Gloria. Ist nicht. Nee. Und wo ist King Julian? Es gibt nicht mal einen King Julian. Ja gut, den haben sie ja aus Madagaskar mitgenommen. Stimmt. Aber die Pinguine, die haben nicht mal gewunken. Die Scheibe war so beschlagen, man konnte sie nur nicht mal sehen. In den Filmen sieht's cool aus. Naja, wir gehen jetzt noch ein bisschen rum im Central Park. Aber bevor wir da hingehen, schaut euch das mal an. Wenigstens das stimmt. Wenigstens das stimmt. Halleluja. Wie im Film. Einigermaßen zumindest. So, und jetzt geht's weiter. Also Leute, ich will ja nichts sagen, aber das ist einfach nichts. Sieht vielleicht nach viel aus, aber es ist einfach nichts. Ein Hauch von nichts. Und jetzt sind wir im Central Park. Officially. Okay, kleine Planänderung. Again. Wir suchen uns jetzt was Schönes zu essen. Chipotle Bills. Hat uns mein bester Freund gesagt, dass wir da unbedingt hin müssen. Deswegen gehen wir da jetzt hin. Und danach gehen wir dann gleich zu Walmart. Und schon wieder laufen alle bei Rot rüber. Ah, jetzt. Sind wir krass oder sind wir krass? Wir haben einfach unseren Foodtrip mit dem Museum verbunden. Ja, aber das würde ich aufheben. Schön, dass wir uns mal nicht verlaufen haben. Here we are. Ich würde ihn nicht ganz aufpassen, sonst zerfällt er dir. Das sieht auf jeden Fall geil aus. Wir haben uns jetzt ein Burrito bestellt. Ja, ich probiere ihn jetzt, oder? Ja. Das ist ja unfassbar. Hier sind nur gute Sachen drin. Naja, wir essen jetzt erstmal. Wir haben jetzt aufgegessen, es war super, super lecker. Hat's dir geschmeckt? Ja. Richtig geil, wir sind gerade so satt. Wir sind gerade da, Noemi, wie ist unser Plan? Gehen wir zum Rockefeller Center jetzt als erstes. Ja. Dann das Museum of Modern Art, auch bekannt als MoMA. Ja. Dann gehen wir zu Carnegie Hall und dann sind wir wieder im Central Park.
Genau. Dann chillen wir einfach bis zum Abend im Central Park noch oder so. Schauen wir dann spontan. Wir laufen hier gerade so nichtsahnend rum und dann sehen wir an der Seite diese Kirche. Und an alle Gossip Girl Fans out there, sagt mal kurz, ist das die Kirche, wo Blair beten gegangen ist wegen Chuck? Riecht's richtig nach Eiskaffee. Oh, I love it. Wir sind hier gerade im Rockefeller Center und überall, wo man hier lang geht, es ist so verdammt lecker. Es riecht so gut. Oh my God. Ja, wir gehen gerade herauszufinden vom Bootspass. Der Geruch kommt von hier. Auf jeden Fall gehen wir jetzt weiter zum nächsten Shop, weil wir versucht haben, da hochzugehen, aber es ist halt irgendwie arschteuer. Irgendwie $30 auszugeben, wenn wir eh noch aufs Krankenhaus gehen wollen. Oder? Was sagst du, sollen wir hoch, sollen wir nicht hoch? Also, wenn wir noch aufs Krankenhaus gehen. Spaßig am Schluss, muss man sagen. Wie man vielleicht sehen konnte, wir waren so viele Menschen da. Wir sind ständig jemand reingerannt, sind aufgetreten. Aber jetzt machen wir uns auf den Weg zum nächsten Halt und danach zum Central Park. Weil es anscheinend mehrere Stages gibt und das Event heute ist in Brooklyn und wir sind in Manhattan und das ist ein Scheiß. Ich wollte Problem sagen, aber das ist auch gut. Deswegen gehen wir jetzt noch diese geile Wedding Location suchen von unserer Serie heute, die ihr schon gesehen habt, und dann packen wir es auch schon heim. Hier wäre das Ganze gewesen. Ja. Alter, Noemi. Stress. Du kannst doch nicht einfach deine Kamera hier lassen. Bist du blöd? Ich bin gerade so fertig. Toll, Noemi. Toll. Ja, erstmal vloggen. Gute Idee. Jetzt kannst du es ja machen. Leute, wir haben gerade einen richtig harten Fernmoment. Da sind die runtergekommen und da haben die in der Serie geheiratet.
also das da hinten war doch keine Hochzeit, sondern ein Antrag. Und es war so süß, es war voll magisch. Oh, richtig putzig. Ja. Und jeder hat geklatscht, einfach so, everyone wanted to celebrate love. That's such a beautiful thing to experience. So ein Typ da hinten an der Treppe meinte gerade, you guys look famous. Cool. Thanks. Wir sehen einfach auch berühmt aus. So, wir sind jetzt endlich daheim angekommen. Heute war ein richtig krasser Tag, wir haben richtig viel erlebt, total viel gemacht. Wir haben vorhin schon gesagt, es kam uns vor, als ob es zwei Tage wären. Ja. Meine Füße tun richtig weh. Ich sag euch, wir sind heute allein über 24.000 Schritte gelaufen. Richtig krass. Also so viel dazu. Und schaut euch nur noch ganz kurz diesen Ausblick an. Den werde ich so vermissen. So krass. In dem Sinne, ich hoffe, dieser Vlog heute hat euch gefallen. Wir sind so fertig, deswegen werden wir heute wahrscheinlich früher ins Bett gehen. Wir machen uns jetzt noch einen schönen Schneideabend und schauen noch ein bisschen Glee. Oder wollen wir Glee schauen? Ja, Glee schauen. Glee. Und Glee all the way. Glee all the way. Und ja, schaut mal auf allen Social Medias von uns vorbei. So unten verlinkt, würde mich total freuen. Erzählt euren Freunden davon oder Familie oder irgendjemanden, den ihr ablenken wollt von irgendwas. Ja, und wenn nicht, auch gut. In dem Sinne. Oder willst du mal mitmachen, das Nicken?